Wir befinden uns mit den Gebirgsjägern in den Alpen. Seit mehreren Tagen bewegen sich Gefechtsfahrzeuge durch das Berchtesgadener Land. Es läuft die Brigade-Gefechtsübung Berglöwe. Mit mehr als 1400 Soldaten und 400 Fahrzeugen, die größte freilaufende Gefechtsübung seit Jahren für die Gebirgsjäger. Die Grundidee zum Berglöwe war, dass ich festgestellt habe, dass Führungserfahrung für alle Ebenen, insbesondere die Bataillonskommandeure und die Kompaniechefs, so ein bisschen kurz kommt. Und habe dann gesagt, wir werden eine Übung machen, in der sich beide Bataillone gegenübersehen, um dann den Angriff hier hoch auf meinen Hochgebirgsübungsplatz zu führen, wo dann ein Bataillon das andere angreifen wird. Dann werden wir mal sehen, wie das ausgeht. In 1800 Höhenmetern richten sich die Soldaten des Gebirgsjägerbataillons 231 zur Verteidigung ein. Ihr Ziel, das Hochplateau Reiteralpe mit seiner wichtigen Radarstation zu verteidigen. Für das angreifende Gebirgsjägerbataillon 232 folgt nun der kräftezehrende Aufstieg. Wir haben zunächst eine Phase des Anmarsches auf das Hochplateau. Da müssen die Soldaten etwa 800 bis 1000 Höhenmeter zurücklegen. Dabei die gesamte Ausrüstung, die sie brauchen, inklusive der schweren Waffen, der Munition, Verpflegung für 24 bis 48 Stunden, was insbesondere vor dem Hintergrund des Trinkwassers, was wir brauchen, ca. 5 Liter pro Soldat und Tag, zu einem erheblichen Gewicht führt. Ein zusätzliches Hemmnis. Sommerliche Hitze wechselt sich mit heftigen Regenfällen und Gewittern ab. Matschige Wege verlangsamen den Aufstieg. Eine weitere Herausforderung: Bei einer mehrtägigen Übung im Mittelgebirge benötigt die Truppe regelmäßig Nachschub. Für die Versorgung mit Ausrüstung, Getränken und Verpflegung fliegen Hubschrauber auf das Hochplateau. Hier sind wir über den Übungszeitraum stets und ständig gebunden, die logistische Versorgung des Verbandes aufrechtzuerhalten. Und das ist eigentlich ein Meilenstein meines Erachtens, weil wir dadurch es schaffen, eine kampfbereite Brigade zu gewährleisten. Eine besondere Entlastung für die Truppe beim Aufstieg sind die Tragtiere. Die Mulis bringen das Gepäck zuverlässig durch das anspruchsvolle Gelände. Für die Verteidiger heißt es seit mehreren Tagen in erster Linie wachsam sein und abwarten. Also wir haben hier eine Drittelregelung. Ein Drittel ruht, ein Drittel arbeitet, ein Drittel sichert. Das heißt zum Beispiel, ein Drittel der Soldaten schläft, die anderen sind im Alarmposten. Wir hatten eigentlich schon vor 2 Tagen mit dem Angriff gerechnet, aber es kam nichts. Und jetzt ist halt die Info, dass der Feind hier im Verfügungsraum auch ist. Der kam da hinten durch die Scharte, hat sich angenähert anscheinend. Und jetzt ist er hier in unmittelbarer Nähe. Und jetzt schauen wir, was der Feind macht. Wir sind vorbereitet. Also allein was körperlich den Männern und Frauen nach einer einwöchigen, bereits laufenden Übung abverlangt wird, ist wirklich enorm. Da geht die Truppe an die Grenze. Aber dafür sind die Gebirgsjäger ausgebildet und die werden das hinbekommen. Mit 3 Kompanien rücken die Angreifer taktisch vor. Sie trainieren mit dem infanteristischen Kampf im schwierigen Gelände ein klassisches Szenario der Gebirgsjäger. Also das größte Problem ist jetzt tatsächlich der, nennen wir es mal neudeutsch, der Switch im Mindset von Stabilisierungsoperationen, in denen wir parallel weiterlaufen. Also es ist ja unverändert so, wir sind in Mali, wir sind in Afghanistan, wir sind im Kosovo. Jetzt zu sagen, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, Krieg gegen einen ebenbürtigen Gegner, das ist halt eine andere Hausnummer. Und wir müssen den Männern und Frauen ermöglichen zu verstehen, wenn ich mich hier nicht tarne und mich nicht schütze, dann werde ich eben sterben. Ich werde meinen Auftrag nicht erfüllen können. Das ist doch schon deutlich anders wieder als die Stabilisierung. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Finale Feuergefechte auf dem Hochplateau. Die Gegenseite vor Augen wird bis zum Schluss der Übung verbissen gekämpft. Ein Erfahrungsgewinn für die 1400 beteiligten Soldaten. Wegweisend für die weitere Ausbildung im Gebirge, die Brigadeübung Berglöwe.